3, 2, 1. Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Worms Armageddon mit den motiviertesten YouTubern hier auf YouTube Deutschland. Delay, Sergeant Max und der wunderbare Kidos. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Ich freue mich dabei zu sein. Was mache ich da eigentlich? Wirklich? Ja, ich freue mich wirklich richtig. Ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht. Das geht von meinem linken bis zum rechten Ohr und wieder raus. Hast du so richtig auf den Spieleabend hingefiebert? Richtig hingefiebert, ja. Tatsächlich ist Worms, das möchte ich mal ganz ehrlich eine Lanze verbrechen. Das ist ja, da haben wir ja alle Spaß dran. Es ist unfassbar. Ja. Unfassbar ist es. Ich muss sagen, ich wollte letztens mit den Jungs privat spielen, haben sie gesagt, nö, nur mit einer Aufnahme. Da musste ich eine Aufnahme mit den Jungs machen, um irgendwie. Nein! Was machst du denn eigentlich, Max? Du kannst deinen Baum noch bewegen, offenbar. Oh Gott, okay. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ey. Anstatt oben. Was war das denn? Die beiden sind instant hochgegangen, Alter. Oh, Ananas Andi hat da aber. Oh, der ist tot, Alter. Heftig. Nein, ist. Oh, okay. Das ist eine Kampfansage. Das scheint zu falsch eingestellt zu haben, irgendwie. Ja, das tut mir leid, ey. Ja, aber mein Gott, das ist eigentlich das erste Mal. So, wir spielen heute. Ganz kurz, wieso sagt Mondano eigentlich nichts die ganze Zeit? Das frage ich mich auch. Ich weiß auch nicht, warum Schlingel gar nicht mitrede. Ah, Loch ist auch gar nichts gesagt, die komplette heute. Runde lang. Das ist echt ein bisschen. Ja. Schon die letzte Runde auch, ne? Das ist irgendwie komisch. Ja. Glock und Lalala auch nicht. Wir haben übrigens, es kann sein, ich muss dazu sagen, also wir haben davor schon eine Runde gespielt, es kann sein, dass sie jetzt eingeblendet wurde und dementsprechend wiederhole ich mich jetzt. Alter, du Penner! Aber ich finde es auch mal so schön, wenn man was erzählen möchte, dass Max immer, immer was sagen muss. Normalerweise kann das völlig belanglos ist. Genau, normalerweise kann das einen lieben Gruß an dieser Stelle. Also wir haben Superwaffen. Das sind die absoluten Superwaffen. Und jetzt habe ich echt gar keinen Bock mehr. Also Leute, ihr merkt es dann schon währenddessen. Nein, was mache ich denn? Weil du mich abgelenkt hast, Max! Mann, ja, das ey! Ist Teil des Plans. Ja, ich hasse es. Ich will am Anfang immer Informationsgehalt gleich, weißt du, 3000. Aber ich schaff's einfach nicht, weil ich immer unterbrochen werde von irgendwelchen Flachpfeifen, mit denen ich abends es für richtig heile aufzunehmen hier. Also ich spiele einfach alleine gegen Bots. Denn ich habe nämlich einen Singleplayer gespielt und habe damit neue Waffen freigeschaltet. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen, denn diese neuen Waffen können wir jetzt verwenden. Oder? Wow, Digga. Ja, wow, Digga. Was ist denn das jetzt? Ist das diese Oh, Rage Mode, Alter. Was war gibt's das denn? Nein! Ja, alle schön auf Birgis, Leute, das finde ich gut. Ich wollte eigentlich nur eine der neuen Waffen demonstrieren, Bergmann. Alter, damit du deinen Informationsgehalt transportieren kannst. Der ist fast tot. Weißt du, wie sind die noch? Das ist natürlich jetzt eine viel Auswahl, ne? Was machst du denn da als Delay, Mensch? Das ist die Frage. Ich würde sagen, ich habe nur Klassiker. Na klar. Das hast du dir verdient. Da hat er ihn, wie bei der Mafia, im Fluss versenkt, Abrenner. Er ist ein Mafiosi aus den 50er Jahren. Und wie macht das mit anderen. Was war da in den Paketen drin oder was? Ja, das Schreibwerk haben wir jetzt. Das ist ja ganz nice. Okay. Das ist aber stark begrenzt hier. In seinen Mitteln und Wegen. Was war drin? In der Luft das super scharf. Das ist eine richtig coole. Was war drin? Cooler Move. Ja, das darf ich nicht verraten. Aber ich sag mal so, es war wirklich, Max, das kann ich dir unmöglich, kann ich dir das jetzt sagen, dass wir hier quasi, ne, es kann ich nicht machen. Aber du hast kein Armageddon, oder? Das wäre ja... Ja, das wäre schon ein Stammel. Das kann ich darüber jetzt sprechen. Ja. Unmöglich. Ja, das war natürlich... Oder hast du das platziert? Oh, vielleicht, von der Zeit her ein bisschen ungünstig. Ja, Michael Bay hatte ja auch schon relativ wenig. Günstig, okay. Ja. Das war eigentlich ein bisschen dumm, es war verschenkt. Guck mal, der Schlingel hat sogar noch ein bisschen was Peter Hack hat auch ein bisschen abbekommen. Peter Hack, der Hackbaron. So Leute, jetzt kommt aber lalala. Der Hacker Peter. Poopin' Spy, der ist natürlich auch ganz nice, Kedos. Hab ich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Echt. Den Jetpack habt ihr alle jetzt ins Herz geschlossen, den ne? Nachmacher X. Chill mal ein bisschen da. Was machst du denn da? Okay. Alles gut, Leute. Alles super crazy. Chefkoch Tony, er hat's verdient. Wartet einfach mal ab, was ich hier jetzt gleich auspack. Das Miracle Blade Messerset. Was machst du jetzt auch, die Oma? Okay. Geile Omi! Oma ist aber auch nice geil, Job, muss man mal sagen. Die ist auch richtig nice. Ah, ich finde die einfach wirklich nice, wie sie da mit einem spricht. Tony? Tony? Tony geht down. Nein. Tony geht down. Da geht er down, der Tony. Nein, du hast ja noch Michael Bay und den Spielemeister, ne? Oh. Ja, natürlich. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. Weißt du, was mich am meisten aufregt? Kriegt ungewollt sehr viel ab. Ich will das gar nicht. Also, ja. Ich meine Aufnahmen sind eh zum Scheitern verurteilt. Drei Anläufe, fünfmal stürzt das Spiel ab. In allen anderen Runden werde ich als erster getötet. Das passt schon. Ich kommentiere das am Ende. Ja, genau.
Ja, so. Und dann kommt ganz am Ende kommt Dario wieder, weißt du, mit seinem frechen. Ja, was. Ja. Das ist. So läuft das. Kann ich das Band noch benutzen? Ja. Das Band. Dario liegt ja aktuell ganz vorne. Ja, aber. Übrigens, glaube, zur allgemeinen Information: Ich habe meine Raiders of the Universe in die geile Zone umbenannt, zur besseren Wiedererkennung. Oh, das ist natürlich. Das ist sehr schön. Ja, Entschuldigung, aber du hingst da mit deinen drei Leuten. Guck mal, Dario ist tot und kann ich schon nicht mal sehen. Voll dezimiert, ey. Nice. Das war wirklich schön gemacht. Oh, das war heftig. Jetzt, bist du jetzt zufrieden? Ich bin durchaus ist das, zufrieden. Was du wolltest, Birgit? Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Da, dann müssen wir aufpassen, Dario, eigentlich, wenn es nach mir gehen würde, weißt du, würden wir hier nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander. Natürlich. Und würden hier eine Zivilisation aufbauen, wie bei Terraria. Was ich auch sehr gerne mal mit euch spielen würde übrigens. Ja, na, das würde ich so gerne mal mit euch spielen. Kam da nicht erst irgendwann mal wieder so ein richtig dickes, fettes Update bei raus? Bestimmt. Ja? Na klar. Schon ein fettes Update bei raus. Weil vermutlich die Beschwerden wieder zu hoch, weißt du, kam ja zu viele Beschwerden, weil Early Access und dann muss ja wieder ein Update raushauen, um wieder zwei Jahre nichts zu machen. Ja, stimmt. Kennt ihr übrigens so, Q-Bird? Ey, du bist so ein Ja, Q-Bird. Du meinst das Spiel, das seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich weiterentwickelt wird. Das war das so, oder? Da kam doch nicht mehr viel nach. Aber jetzt, Bergmann, weißt du, lass uns doch mal nicht, versuch doch mal dich darauf zu konzentrieren, jetzt hier noch ein bisschen was von deinen antrainierten Worm-Skills auszupacken und deiner ehrenwerten Zuschauerschaft zu beweisen. Die Zone muss jetzt wirklich die Zivil bei der Grüße hier, ey. Ja, die Zone, die ist echt... Lass mich mal jetzt hier kurz... Wer ist denn die Zone? Die Zone ist rot, ne? Rot. Ach, jetzt hängt er da so fest. Da oben. Scheiße. Aber guck mal da, das war eigentlich ganz nice jetzt hier. Aber das sieht wirklich, sieht so ein bisschen aus, als willst du was malen. Okay, Leute. Es führt keinen Weg dran vorbei. Scheiße, wie kann ich das mal lösen jetzt? Okay, genau. Okay, Leute. Okay. Es geht vieles schief heute. Ja, ich bin ein bisschen traurig. Ja, man, weißt du, die Uda hat dir vielleicht was getan. Kannst du die nicht vorher separieren, bevor du da auf Glock und Horny Harry gehst? Naja, ich sag mal so. Kann ich jetzt? Okay, pass auf. Okay, alles klar. Und jetzt weg hier! Und auch noch auf Lalala, ey. Meine komplette Crew auseinandergenommen. Vor allem, kann das sein, dass die von der Kraft her auch richtig... Die sind ein bisschen überpowered, die Waffen. Kann das sein? Ne, die Banane ist einfach nur mega überpowered. Ja, aber die war vorhin nicht so. Das ist richtig krass. Du kennst sie ja noch gar nicht so lange. Du kannst da schon Prognosen erstellen, dass früher irgendwas besser war. Zwei Runden Worms gespielt. Das spielst du eigentlich ein. Max, was steckt eigentlich hinter Ute? Keine Ahnung, mir ist kein Name mehr eingefallen. Ja, nice. Das sagst du bei Poop ins Pie, ja? Ja, echt. Poop ins Pie. Nee, PewDiePie, Poop ins Pie. Ja, also von PewDiePie auf PewDiePie. Sorry, mega Gag, wie konnte ich darauf gekommen? Ja, das war nice. Jetzt, ja, das war wirklich ein toller Move, den ich da habe. Aber 25 RP. Oh Mann, ey. Ja, wenn ihr wisst, wie viel Geld ich von PewDiePie für diese unauffällige Namensplatzierung bekomme. Oh. Ich finde es sehr schön, wie angeheizt die Runde heute ist, Leute. Können wir einmal ein bisschen Salz in die Wunde streuen? Ein bisschen mehr Streit. Ja. Oh, es kommt jetzt Armageddon. Oh nein, viel zu hoch geflogen. Nein, oh Gott. Na klar. Wintercracker, nein. Nein, Spielemeister, du bist das. War jetzt nicht so geil. Aber siehst du das, wie viel das abzieht, Alter? Das ist ganz schön. Das ist echt irgendwie. Die Waffen powerful. Knallen ganz schön durch. Very powerful. So, okay, powerful. Du hast ja jetzt deinen 4 HP Master of Disaster. Ja. Aber er hat trotzdem noch 3 Würmer, ne? Muss man dazu sagen. Also, schlecht aufgestellt. 3 Stück? Ja, echt? Ja, echt. Ja, echt, Digga? What? Is it possible? Ist es possible? Is that's a ball. Is possible. Ja, dass man nicht das Täubchen isst, ne? Nee, das ist nicht das Täubchen, das ist eine super gute Idee, das Täubchen ist immer noch besser. Weil ich dir ja auch mega was getan hab, Dario, ne? Hau mich einfach weg. Ja, du bist einfach ja, alleine für diese Poop ins Pie gerade. Super, do it. Nimm dir Poop ins Pie. Gut, alte Taube, Alter, die ist eben ein bisschen geistig verwirrt. Nein! Die trifft. Oh! Alter! Da hast du aber Glück gehabt, mein Freund. Ja, da bin ich Glück gehabt. Der Spielmeister sogar was abbekommen, Alter. Er kriegt immer was ab. Guck mal, der ewige Verlierer. Back Labs hat sich wieder ganz nach oben gemacht. Wenn Sascha Grey das gesagt hätte, würde ich das verstehen. Wie geht das denn, Alter? Bergmann, mach jetzt keinen Fehler. Alter, das ist eine schöne Tasche für eine schöne Holy Grail. Dede! Du weißt, wer am Ende immer das Problem darstellt in den Runden, wer dich immer vom Sieg abbringt. Das bin ich. Ja. Aber du hättest am Seil bleiben sollen. Aber Bergmann, komm schon. Glaube ich auch. Das ist natürlich jetzt. Bergmann. Ich muss jetzt im Endeffekt muss ich koordinieren. Und dafür muss ich ein bisschen planen. Tut mir leid, Leute. Mhm.
Und jetzt fängt das Sudden Death an. Echt, Alter? Okay, das ist natürlich ein bisschen länger. Jetzt fängt Sudden Death an, Quatsch. Das war ein Joke. Mega Joke. Okay. Mega Joke. Sagt man, das war sehr dumm. Die richtige Entscheidung. Hm. Auf ganze. Nee, ich wollte Kedos auch nicht raushauen, weil ich Kedos Anwesenheit sehr genieße. Natürlich. Was denke ich mir denn dabei, wenn ich Kedos zu so früher Stunde raushaue? Zu so früher Stunde. Ja, und vor allem zu so einem frühen Stadium dieses Spieles, wollte ich eigentlich sagen. Aber es ist ja auch gerade wieder morgens, ne? Genau. Ist ja immer so. Die Leute denken auch immer nur, weil bei mir eine Lampe im Hintergrund an ist, dass es grundsätzlich morgens ist. Ja, so nicht auch deine Aufnahme, dementsprechend ist es nur deine Webcam. Weil ich letztens meinte, dass es nachts ist. Ich meine, so, nö, bei ihm ist hell. Ich kann gar nicht sagen, was ich gar für eine Scheiße. Okay. Das hat der jetzt schon erkannt, dass er gar nicht eingreifen muss. Das war ein beeindruckender Move von meiner Seite aus. Vor allem die Musik dazu noch. Das hat mir Peter. in der Tat hat mir das ganz gut gefallen, ey. Ja. Ja, ich habe aber schon fast damit gerechnet in dem Moment, wo ich Ender gedrückt habe. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht, irgendein Wunder. Kann ich jetzt nicht mit dem Jetpack und dann irgendwie so? Das kannst du nicht. Das geht nicht. Du kannst Jetpack aktivieren. Aktivier das Jetpack. Setz es doch einfach und geh da runter, das reicht. Ah, okay, ist klar. Genau. Aber du sollst noch jetzt genau. That's up. Ja, komm mal noch zu uns. Alles klar. Nein, jetzt kommt auch noch darüber, Alter. Oh. Das könnte jetzt sehr böse enden. Ja. Wie viel Schaden ist da irgendjemand sehr low? Oh ja, der Wintercracker. Oh, Alter, noch. Ja. Nee, aber das ja, ist der Wintercracker. Oh nein! Ihr schaufelt euch euer. Nein, und jetzt bin ich tot, Alter. Das gibt's nicht. Jetzt so knapp. Wie knapp, Alter. Spielmeister auch tot jetzt? Nee, Spielmeister nur überlegt. Oh, Alter. Aber ganz knapp. Ich bin nicht raus. Ah, nee, ich hab noch Last Man Standing, Alter. Nee. Apropos Last Man Standing, Dario, erzähl doch mal von unserem Mega-Event des Jahres. Das Mega-Event des Jahres. Das werde ich jetzt hier reenacten, Alter, indem ich alle destroye. So baut man Cross-Promo ein. Das ist natürlich eine ungünstige Nummer, sei ich ganz ehrlich. Das ist auch vor allem frech. Nee, das ist nicht nur frech. Findest du dies dreist? Ja. Ich finde dies. Die springen halt natürlich rum, wie sie wollen, ist so ein bisschen das Ding. Ja, okay, sterben wir in 100 Pro. Ah, fuck, ey. Boah, ärgerlich. Oh nein, die nächste. Oh, das könnte jetzt aber auch gefährlich für den Poo-Meister werden. Das könnte wirklich gefährlich für Poop ins Pie werden. Für den Poo-Meister. Ja, da hat er ein bisschen Glück gehabt jetzt. Oh, Poop ins Pie. Das zieht ja nichts ab, Alter. Aber guck mal, Bergmann hat da jetzt wirklich gut vorausgedacht, weil sein Michael Bay ist in... Hinter diesen Roboter-Rippen. Liebevoller Sicherheit. Das ist der nicht vorhandene Arm. Ja, in der Tat. Michael Bay überblickt das Geschehen. Das schon mit der Army. Es tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Tut dir bestimmt nicht leid, ey. Haben die Einfluss auf den Wind genommen? Ich glaube nicht. Die haben so extrem Einfluss auf den Wind genommen, Bergi. Oh, scheiße. Ja, nee. Obwohl. Schade. Da hab ich aber Glück. Da hast du durchaus so etwas wie Glück gehabt. Jetzt wird's allgemein, also man kann wirklich sagen, es wird sehr spannend jetzt. Ich habe ja jahrelang Worms Armageddon quasi analysiert. Ja, du bist auch Pro-Roper, ne? Ich bin Pro-Roper, genau. Und das kann jetzt eine sehr spannende Situation werden, weil es gibt nämlich aus irgendeinem Grund keine weiteren Luftangriffe quasi. Raketen und sowas. Das ist ganz interessant. Warum haben wir die nicht, Max? Frage ich dich als Game-Maker quasi. Was du mir gesagt hast. Ja, okay. Aber jetzt hat natürlich der Schlingel durchaus die Möglichkeit, sich an die Waffenkiste heranzutasten. So hier. How dare you! Weißt du, ihr schließt euch da ein, Alter, dann muss ich in die Offensive gehen, ja? Das ist der Schlüssel. Das ist das Einzige, was ich noch riskieren kann. Ja, man hat echt gar nichts von außen irgendwie. Muss ich leider rausteleportieren, ne? Blöd. Erstmal. Sag mal so, wenn Burger sich jetzt rausportet, oben zu dem Medikit, im nächsten Punkt wäre Poop ins Bein dran, dann kann er eh nichts machen. Das heißt, eigentlich alles in Ordnung. Ja, aber dann ist ja trotzdem der Schlingel nochmal dran. Ja, aber der Schlingel wird verkacken. Passiert halt, ne? Alter. Du hast den Schlingel. Nee, mach ich auf keinen Fall. Oh Gott. Das war aber ein sehr kluger Zug von unserem Dario. Ja, das stimmt schon. War ganz gut, Burger, jetzt gerade. Danke. Hast du dem quasi eine zweite Rippe gemalt? So, eine zweite Rippe zu seiner einen. Das ist alles, hatte. Wir haben echt keine Luftangriffe, das ist nicht so gut. Das ist gerade ganz gut. Nice. Ich auch. Ja, du könntest mit der Shotgun, könntest du versuchen, du hast zwei Schüsse mit der Shotgun. Da durchzuschießen, ne? Genau, du kannst mit der ersten, kannst du Loch machen. Und mit der zweiten. Gewehr kann man das einmal ist, nein, du kannst die Shotgun kannst du zweimal machen. Würde ich machen. Ich will den Bogen. Cool, das ist tatsächlich die gute Wahl.
in diesem. Nein. Hey, du, wer? Nein, kleiner Joke. Mach mal der Shotgun, vertrau mir. Nee. Genau, das ist die richtige Marke. Das. Ja, das ist natürlich auch eine super Lösung. Ich wollte einfach nur einen kleinen Weg raus haben. Das ist noch nicht richtig. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber ein Weg raus ist auch immer ein Weg rein, das darf man nicht vergessen. Das ist in der Tat etwas, was man nicht vergessen darf. Und er hat noch, er hat auf jeden Fall noch ein Dingens. Ein Jetpack. Ja, aber das Ding ist, ich kann damit nicht umgehen. Und es könnte echt sein, dass ich jetzt richtig hart das versaue. Willst du das denn versauen? Ich muss die Mutter ein bisschen lauter machen, weil sie gerade echt mega abgeht. Genau, einfach fallen lassen, genau. Ja. Die Frage ist. Also so ein Ding da würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Nee, das würde ich auch nicht machen. Jetzt bin ich gespannt, ob Dario das hinbekommen wird. Das bin ich auch mal sehr gespannt. Ich komme da nicht rein, du hast dich da so mega ätzend da rein. Oh, das habe ich gut gemacht. Das habe ich sehr gut gemacht. Ich kann natürlich jetzt nur. Ah, scheiße, was mache ich jetzt? Da durchwerfen, Ja, aber was? Der trifft ja, das mal, Granate, das kann auch wieder zurück. Der Granate kann auch wieder zurückfallen. Das wird ja genau durchgehen, easy. Bestimmt. Das ist ja so eine gute Lücke, da passt er ja schon durch. Ja, ich probier's einfach, ich muss riskieren, Alter. Ja, aber nicht die grüne, nimm die rote. Das ist ein Cluster-Granate. Oh mein Gott. Nein, das gibt's doch nicht. Ach, nein! Oh Mann. Ich hab's alles riskiert, ey. Das war wirklich gut. Das sagen. Aber das ist krass, oder? Dass meine Konstruktion das da aufgefangen hat. Hätte ich nicht das ist wirklich. Das ist very impressive. Ich wäre dann so oder so gestorben, weil er nicht gestorben wäre, aber gut. Okay, Birksflöte. Do it. Du, was du tun musst. Kommst du nicht weg, habe ich so das Gefühl. Nee, das ist wahr. Weißt du, du bist da unten, Bergmann. Die Frage ist, kommt, ich glaube nicht, dass Kedos da überhaupt durchkommt, oder? Ja, wenn, da weiß ich nicht. Ich stelle mir so eine andere Frage, und zwar, wie viele Teleportationen haben wir? Eine? So viele. Das ist so, das werde ich mal gleich überprüfen, weil das... Okay, wollen nicht eine. Okay. Gebt euch, Admin. Oh also, ja. Da habe ich natürlich einen Abgrund da gebastelt. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier geht, ey. Oh, was ein Verhängnis werden könnte. Ja. Oh ja. Oh shit. Das wird ein schwieriger Start, merke ich. Oh shit. Oh, ich glaube, das ist glaube ich auch nicht die ideale Waffe, aber gut. Doch, wenn er dann noch die Mine da irgendwie mit schafft. Mobilisiert. Wie soll er das denn machen? Das muss ich anders planen. Nicer Schuss. Ja, der war echt ganz gut. Nice. Den fand ich echt very impressive. Das muss ich anders planen. Very impressed. Naja, ich sag mal nix. Holy shit. Naja. Nein! Oder? Oh mein Gott. Du mieser Penner, Alter! Alter! Oh, was? What? Alter! Das war heftig. Das nicht schlecht. Da hätte ich nicht mitgerechnet. Da hätte ich auch im Leben nicht mitgerechnet. Nee. Dass das klappt. Nice. Aber ja. Poop ins Pie setzt bei seinem ersten offiziellen Spiel ein Zeichen, wie es da schon stand. Ich hätte ihn vielleicht nicht beleidigen sollen Wahnsinn. Direkt am Anfang. Der Wahnsinn. Ja, das ist der Fehler gewesen. Coole Mucke. Puh. Diggi. Ja, das war wirklich eine beeindruckende Runde. Und weitere beeindruckende Runden seht ihr auf jeden Fall auch bei den anderen Leuten. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Euer Beckmann. Ciao.